Shame on me. Ja, ich bin auch so ein Opfer, das fast 1000 Euro für eine Tasche ausgibt. Erstmal vorweg, ich wollte mir schon ewig lang eine Louis Vuitton Handtasche kaufen, also wirklich, ich glaube schon seit 15 Jahren. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mein Bachelorstudium abgeschlossen habe, dann gönne ich mir eine Handtasche. Und tada! Hier ist sie. Es sind zwei Zufälle eben zusammengetroffen. Und zwar einmal, dass ich das Studium fertig habe. Und das zweite Mal, dass es die Neverfull mit Rosa innen gab. Und da musste ich zuschlagen. Es hat einfach nichts geholfen. Ich habe die Tasche im Internet gesehen und war dann in Wien im Louis Vuitton Shop. Da hatten sie sie nicht mehr vorrätig. Dann habe ich Louis Vuitton angeschrieben. Muss wirklich sagen, super Kundenservice. Denn sie haben mir die Tasche dann von Kitzbühel aus geschickt. Das Einzige, was ich ein wenig frech gefunden habe, es war so, dass ich noch 10 Euro Versand zahlen musste und dass man das nur per Nachname quasi bekommen konnte, die Tasche. Und 10 Euro Versand war natürlich günstiger als nach Kitzbühel zu fahren, aber bei dem Preis, finde ich, hätten sie fast gratis Versand machen können. Aber okay, das bleibt ihnen überlassen. Und ich habe die Tasche eben dann nach Hause geliefert bekommen mit DPD in einem großen Karton und dann war die Tasche nochmal in diesen typischen Louis Vuitton Karton eingepackt. Und ja, also wundervolle Aufmachung, man freut sich dann wirklich total, weil es ist einfach was Besonderes. Sie kommt dann nochmal in so einem Staubbeutel und ja, einfach ein Einkaufserlebnis. Zur Tasche, ich glaube, die Neverfull kennt wirklich jeder. Das ist in der Größe MM. Und ja, bei der Tasche ist eben das Innenleben das Besondere. Was auch besonders ist, bei der Neverfull ist immer noch eine Pochette dabei. Und deshalb habe ich mich auch für das Modell entschieden, weil ich diese Pochette als Klatsch verwenden werde. Und sie hat einen rosa-roten Reißverschluss. Und ja, ich liebe rosa. Und ich finde die eben wundervoll als Klatsch, hat wirklich in der Größe MM eine super Größe. Also die kann man dann so halten. Ich muss dann immer an Mario Barth denken, wenn er sagt, ja, meine Freundin sagt, man kann die Tasche so halten. Und das ist eben die Neverfull. Und damit das Video vielleicht auch noch interessant für euch ist, weil eben ich glaube, die Neverfull kennt fast jeder, dachte ich, ich zeige euch, was ich alles in meiner Tasche drinnen habe. Und danach kann ich euch, wenn sie leer ist, auch nochmal das Innenleben zeigen. Ich bin ja Mama, deshalb habe ich einmal Wickelzeug drinnen. Ich glaube, solche Taschen bekommt man bei der Wanda. Ich habe die geschenkt bekommen, Wickelzeug für unterwegs. Das sind einmal Feuchttücher und einmal Windeln. Und hier drinnen habe ich immer Windelbeutel, könnte man auch eine Salbe reinmachen, was man halt braucht. Mein Sohn ist über ein Jahr, da brauche ich eigentlich nicht viel mehr. Dann habe ich drinnen etwas zu trinken für ihn. Da kann ich auch raustrinken, das ist von, ja, von welcher Marke ist dieser Becher? Take and Toss heißt er und den habe ich auf jeden Fall von babyartikel.de in so einem Sechser-Set und da ist eben so eine Hülle drauf. Take and Toss, ich glaube von Tommy. Ja, Wasser braucht man auch immer. Dann Snacks für meinen Sohn und zwar so Hirsebällchen, Taschentücher, einen Schnuller. Eine Kappe, die ist übrigens von 1000 Kind, kann ich euch verlinken. Da gibt es so personalisierte Kappen. Dann, falls ein Missgeschick passiert, noch einen Body. Noch was zu essen, und zwar sind das so Reiswaffeln. Meine Brieftasche, und zwar ist die von Fossil. Und ich liebe die Fossil-Brieftaschen, super praktisch. Hat eben hier innen so für Kleingeld und dann noch zwei so Fächer. Fossil, da mag ich die Taschen und ja, die Brieftaschen sowieso sehr gerne. Meine Sonnenbrille, oh Schande, ohne Hülle, die ist einfach nur von H&M. Schlüssel mit meiner Hello Kitty. Einen
einen Spiegel und oh, ich hasse den Spiegel, der ist so hässlich. Der ist von Essence, auch von irgendwann, hat so eine Bürste, die ich nie benutze. Ich muss unbedingt mal einen neuen Spiegel besorgen, weil, also der ist echt hässlich. Und als ich noch die Zahnspange hatte, brauchte ich ganz oft einen Spiegel, um nachzuschauen, ob mir was zwischen den Zähnen hängt. Ja, so viel dazu. Dann habe ich hier eine kleine Kosmetiktasche. Und die habe ich extra jetzt für die Louis Vuitton ausgegraben. Die ist von Too Faced. Die gab es mal irgendwo dazu. Habe ich in London mal gekauft. Auf jeden Fall habe ich hier so Sachen drinnen, die die Tasche zerstören könnten. Und zwar meinen EOS Lippenbalsam. Dann für meinen Sohn Dentinox Zahnungsgel. Und dann noch eine Handcreme. Und solche Go-Go-Dent Atemerfrischungsdrops, die habe ich in Brüssel gekauft. Ja, und ein OB und ein Interdentalbürstchen. Das ist hier drinnen. Die Tasche hat dann hier so ein Seitenfach, was eigentlich recht groß ist. Da ist immer mein Handy drinnen. Das habe ich nur jetzt draußen gehabt. Dann Haargummis. Und diese Dose, das ist eine Empfehlung von mir, ich brauche auch mal eine neue, die gab es bei DM von Jessa, also ich glaube, das ist, da gab es so Binden und diese Dose dazu. Und ich habe in dieser Dose alle meine Karten, die ich nicht in der Brieftasche habe, weil ich sie nicht täglich brauche, zum Beispiel eben von Subway, so eine Karte, Visitenkarten, Metrokarte, Möbelix-Karte, also irgendwie alle Karten passen da super rein und ja, das ist eben noch in diesem Seitenfach. Meine Tasche ist auch schon angestaubt, entschuldigt. Auf jeden Fall sieht das Innenleben so aus und ich liebe es. Ich hatte zuerst voll Angst, dass es total dreckig wird, aber der Stoff ist wirklich sehr hochwertig und auch die von Louis Vuitton hat zu mir gesagt, dass man, ja, das ist fast unkaputtbar, dieses Canvas-Material. Und ja, ich habe die Tasche jetzt schon seit einiger Zeit und ich mag sie wirklich super gerne. Das Einzige, was mich stört, ist, dass sie keinen Reißverschluss hat. Das wusste ich natürlich vorher. Jetzt aber so im Nachhinein nervt mich das manchmal überhaupt, weil ich ja ein Kleinkind zu Hause habe, der räumt mir dann die ganze Tasche aus und ich kann es nicht verhindern. Und ja, dafür, es passt wirklich mega viel rein, also könnte man auch als Wickeltasche benutzen, wobei ja, das dann eine sehr teure Wickeltasche wäre und als er kleiner war und ich dann noch Fläschchen und sonstiges mit hatte, wäre mir das fast zu schade gewesen und ich habe eine wirklich tolle Wickeltasche. Da habe ich auch ein Video auf meinem Mama-Birdie-Kanal gemacht, wo ja alles übers Mama-Sein ja, hochgeladen wird. Kann ich euch auch nochmal unten verlinken. Und ja, das ist meine Neverfull. Ich sag danke fürs Zusehen und ich hoffe, das Video war interessant für euch. Bis bald, meine Lieben. Tschüss!